Das letzte Thema, Exponentialfunktion. Man erkennt sehr schnell, warum die Exponentialfunktion heißt. Bis jetzt hat man immer was mit x² oder mit x, also linear oder quadratisch. Jetzt ist das x quasi im Exponenten und deswegen auch Exponentialfunktion. Hier gibt es ein k, einen Anfangswert, und a, einen Wachstumsfaktor. Wir werden uns gleich anschauen, was das bedeutet. Oma Helga spart 100 Euro oder will sie auch anlegen bei einer Bank. Pro Jahr bekommt sie bei der Bank 3% Zinsen. Im ersten Jahr sind es quasi 3.000 Euro, weil klar, da zahlt die Bank noch nichts. Was kommt denn dann dazu? Dann kommt quasi 3% dazu. Mathematisch macht man das so. Es sind ja quasi 103%, was ich habe. Also die 3.000. Damit ich das quasi mathematisch in die Rechnung mit reinkriege, mache ich gleich 1, und dann hinter dieses 1, kommt quasi das, was prozentual dazu kommt. 0,3. Also hier in dem Fall 3%. 0,03. Man kann sich das ganz leicht merken, eben es sind 103%. Wenn ich das mathematischen Faktor berechnen will, muss ich einfach diese zwei Kommastellen verschieben, dann bekomme ich den mathematischen Faktor. So, und dieser Teil, 3000 mal 1,03, das ist quasi mein neuer Anfangswert im Jahr 2. Und was passiert dann? Ich rechne diesen Wert wieder mal 1,03, kommen ja wieder Zinsen dazu. Also schaut das Ganze so aus, 3000 mal 1,03, das ist quasi der Wert aus dem Vorjahr, mal 1,03 ist jetzt der Wert im zweiten Jahr. Was passiert im dritten? Da ist genau das hier der Anfangswert und dann kommen nochmal mal 1,03 dazu. Man erkennt schon, woran das liegt, was da hinausläuft. Bei einem Jahr sind es einmal die 1,03, beim zweiten Jahr zweimal das 1,03, aber eben nicht als Faktor, sondern als Exponent. Und damit kann ich hier eine Formel aufstellen. Y ist der Anfangswert, also das, was ich quasi am Anfang gehabt habe, deswegen k gleich Anfangswert, mal den Wachstumsfaktor, in dem Fall mal 1,03. So, und das kann ich natürlich dann auch mathematisch darstellen, nämlich in einer Zeichnung. Das schaut dann wie folgt aus. Wie komme ich auf diese Punkte? Na, ganz einfach. Wenn ich eine Funktion habe, kann ich das Ganze in den Taschenrechner als Funktion eingeben. Gehe ich hier auf Table, erhalte ich Werte dazu. Also 0, 100, 1, 103, 2, 106, 3, 109. Ich habe jetzt hier eine Funktion gewählt, die echt sehr schwer zu zeichnen ist. Aber ihr sollt euch bitte bemühen, dass er auch 1, 1,03 einzeichnet. Ich habe hier den schrittweise quasi 20, 40, 60, 80. An eurer Stelle würde ich hier 10, 20, 30, 40, 50, 60 machen und so weiter. Weil dann habt ihr nämlich schön die Schritte bei 0, 100, bei 1, 103, dann sind quasi diese 3 noch 3 mm, dann könnt ihr es sauber einzeichnen. Bei den Abschlussprüfungen wird es immens wichtig sein, dass ihr die Punkte exakt und richtig einzeichnet und sie dann schön miteinander verbindet. Deswegen bitte hier auch unbedingt schon machen. Also man muss quasi hier das sauber einzeichnen und dann ist es natürlich keine lineare Funktion, also es ist keine Gerade. Es schaut zwar danach aus, aber es ist so eine Kurve. Man kennt das ganz leicht. Normalerweise würde man sagen, nach 3 Jahren sind es 9%. Stimmt aber nicht, weil ja quasi immer ein Faktor dazu kommt. Ich werde das nachher nochmal sagen. Also wir haben nicht im Jahr 3 9% Zinsen, sondern einen anderen Wert. Werden wir uns gleich anschauen. Gut, das nennt man eine exponentielle Zunahme. Zunahme deshalb, weil quasi zu dem Faktor 1, also zu diesen 100% an dieser Stelle, ein Faktor p Hundertstel dazu kommt. P ist quasi Prozent, 3, und das Ganze durch 100, also 3 Hundertstel. Ist eben genau dieses 0,3. Wenn also ein Wert größer ist als 1, nennt man es eine exponentielle Zunahme. Ist ja auch klar, es wird mehr quasi. Diese Y-Werte, je länger es geht, desto höher werden die und desto mehr Geld kriegt Oma Helga. Oma Helga hat aber auch vielleicht noch eine andere Idee. Sie will das Ganze vielleicht unterm Kopfkissen verstecken, weil sie keiner Bank traut und sie denkt, das Geld ist weg. Problem nur, dann kommt die Inflation. Die Inflation frisst das ja alles wieder auf. Das heißt, wir hätten die natürlich auch da drüben schon reinrechnen können, aber wir machen das ja nur hier theoretisch. Wir schauen mal, was passiert mit diesen 100 Euro, wenn es in der Inflation geht. Dann ist natürlich klar, dass das hier nicht 1,03, 1,015 ist. Also wir bekommen ja kein Geld dazu, sondern wir bekommen es abgezogen. Wir müssen das quasi von der 1 abziehen. Also es sind nicht mehr 100%, die sie im nächsten Jahr hat, sondern 98,5%. Und 98,5% als Faktor sind 0,985, wie diese zwei Kommas verschoben. Auch das kann ich wieder in den Taschenrechner eintippen, das werde ich jetzt hier nicht zeigen, aber vielleicht hier auch an dieser Stelle wieder in 10er Schritten, also 12 cm hoch oder 11 cm hoch das Ganze machen zum Zeichnen. Das hier nennt man eine exponentielle Abnahme.
Dann wird nämlich von der 1, also von den 100%, dieser Prozentsatz abgezogen. Das muss man eben erkennen. Wird was weggenommen oder wird was dazugenommen? Hier Zunahme, hier Abnahme. Heißt auch, wenn der Wert größer ist als 1, dann kommt immer was dazu. Ist der Wert kleiner als 1, dann wird immer was wegkommen. So, was kann ich jetzt mit diesen Aufgaben machen? In der Abschlussprüfung muss ich immer erstmal einen Graph zeichnen, dann muss ich eine Wertetabelle ausfüllen, das war das, was wir gerade beim Taschenrechner schon gesehen haben, und dann muss ich meistens einen Y-Wert berechnen. Also die werden zum Beispiel sagen, wann hat sie 110 Euro? Bei 110 gehe ich dann rüber, schaue, wann es das Ganze schneidet, gehe dann nach unten, ich mache das jetzt sehr unsauber, und dann kann ich sagen, ja, so nach fast 3,5 Jahren hat sie 110 Euro aus diesen 100 Euro gemacht. Das kann eine Aufgabe sein. Oder es kann eine Aufgabe sein, wie viel Prozent sind es denn im Jahre 3? Ich habe das jetzt mal aufdröselt. 3.000 Euro mal 1,03 mal 1,03 mal 1,03. Wenn ich den Prozentfaktor haben will, muss ich nur diese hinteren drei zusammenfassen. Also das wären dann 1,0927. Und siehe da, es sind eben nicht 9% wie bei einer linearen Zunahme, sondern 9,27%. Das hört sich jetzt nach einem echt klitzige Kleinigkeiten an, aber es ist eben ein Unterschied. Und je größer dieser Faktor da hinten ist, also diese 3%, desto größer wird dann natürlich auch der Faktor sein, wenn ich das da hinten verbessere. Also die Antwort auf die Frage, wie viel Prozent hat sie denn mehr im Jahre 3, würde dann lauten 9,27%. Wenn dann einer schreibt 9%, das wäre falsch. Der hat ja nur 3% plus 3% plus 3% gerechnet. Das Ganze bitte jetzt wirklich so noch abschreiben.